Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dana Seifert und ich bin seit 2001 im Gesundheitswesen tätig und möchte Ihnen zum Thema verabreichte Covid-Impfdosen in städtischen Impfzentren folgende Frage stellen, da uns das besonders freitags immer interessiert. Wie viele Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen wurden in den städtischen Impfzentren in einzelnen Monaten seit Dezember 2020 jeweils verabreicht? Wie lange dauerte ein Aufklärungsgespräch im Durchschnitt? Wie viele Menschen entschieden sich während bzw. nach dem Aufklärungsgespräch gegen eine Impfung? Wie viele Impfnebenwirkungen sind dem Gesundheitsamt zur Kenntnis gebracht worden bzw. der zuständigen Behörde? Wurden dort anerkannt und von wem entschädigt? Die Beantwortung übernimmt Frau Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Frau Seifert, für Ihre Frage. Wir haben nur ein kommunales Impfzentrum, was sich im Rathaus in der Goldenen Pforte befand und vom Dezember bis März 2021 bis 2022 und damit 4 Monate tätig war. In dieser Zeit haben wir erst 2 Dritt- und Viertimpfungen durchgeführt, und zwar in der Summe 9.801 Impfungen. Im Dezember waren es 69 Impfungen, im Januar 4.648 Impfungen, im Februar 3.244 Impfungen, im März sodann 1.840 Impfungen. Das größte Interesse galt der dritten Impfung. Mit über 6.079 Impfungen machte sie 62% aus. Immerhin eine vierte Impfung erfuhren 436 Personen und damit 4,5%. Sie fragten des Weiteren zu einem Aufklärungsgespräch und hier dessen Durchschnitt. Wir haben geplant, dass ein Aufklärungsgespräch im Schnitt 10 Minuten dauert. Hierbei gilt es zu bedenken, dass unterschiedliche Personen natürlich ein unterschiedliches Aufklärungsinteresse hatten, was Vorerkrankungen und Ähnliches betrifft, sodass das also eine Zeit war, mit der wir geplant haben. Es gab Gespräche, wo keine Aufklärung notwendig wurde und natürlich Gespräche, die eine längere Aufklärungsdauer benötigten. Wichtig ist, dass die Ärztinnen und die Ärzte entsprechend ihrer Berufspflicht diese Aufklärungsgespräche umfassend durchgeführt haben. Eine zeitliche Erfassung indes erfolgte aber nicht. Von den 9.801 in der Goldenen Pforte durchgeführten Impfungen waren 87,5% und damit 8.579 Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen. Diese Impfungen benötigten nur sehr kurze Aufklärungsgespräche oder gar keine Aufklärungsgespräche. Also hier gab es eine andere praktische Zeitnotwendigkeit, aber natürlich auch hier haben wir im Schnitt 10 Minuten pro Aufklärungsgespräch eingetaktet. Es entschieden sich des Weiteren 254 Personen nach dem Aufklärungsgespräch, was eine Ärztin oder ein Arzt mit ihnen geführt hat, gegen eine Impfung. Auch hier sind das 2,6% exakt. Nach dem Impfangebot im Rathaus gab es, oder neben dem Impfangebot im Rathaus, gab es ab dem 11. Februar eine sogenannte unabhängige Impfberatung, die wir als Kommune organisiert und durch Ärzte angeboten haben. Hier wurde es möglich, dass unabhängig eines Impftermins eine anonyme Beratung stattfinden konnte über das Telefon oder vor Ort. Ganz bewusst haben wir uns an dieser Stelle entschieden, dass es eine räumliche Trennung zwischen Impfangebot und dem Beratungsgespräch gibt, sodass also an dieser Stelle sehr unabhängig aufgeklärt werden konnte über Nutzen und Risiken einer Corona-Impfung. Da alles sehr anonym erfolgen sollte,
ist auch seitens des Amtes für Gesundheit und Prävention nicht nachzuvollziehen, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich nach diesem Aufklärungsgespräch gegen oder für eine Impfung entschieden haben. Sie fragten des Weiteren, ob uns Impfnebenwirkungen und wenn ja, wie viele zur Kenntnis gebracht wurden und wurden diese anerkannt oder von wem entschädigt. Seit Jahresbeginn 2021 mit Datenstand dann 31. Mai 2022 wurden der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, der LUA, insgesamt 86 Verdachtsfälle einer über das übliche Maß hinausgehenden Impfnebenwirkung nach einer Covid-Impfung gemeldet. Das bedeutet, dass hier alle Meldungen sämtlicher Impfstellen in der Stadt, einschließlich der Krankenhäuser, niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, Betriebsärzte und natürlich des kommunalen Impfzentrums kompakt zugegangen sind. Diese 86 Meldungen umfassen also insgesamt die Stadt Dresden. Von diesen 86 Fällen wurden 39 als schwerwiegend nach § 4 Absatz 13 des Arzneimittelgesetzes eingestuft. Zusätzlich wurden 6 Fälle als eventuell schwerwiegend eingeschätzt, da bei diesen Fällen die Möglichkeit für eine dauerhafte Beeinträchtigung prinzipiell gegeben war. Eine genauere Einschätzung anhand der verfügbaren Daten jedoch nicht möglich war und ist. 41 Fälle wurden demzufolge als nicht schwerwiegend von diesen 86 bewertet. Dem Amt für Gesundheit und Prävention liegen keine Informationen und Kenntnisse vor, ob eine Entschädigung erfolgt ist.